Och Gott, lass das gut gehen. Lass das bitte gut gehen. Und immer diese Landbrücken, boah, die gehen mir aber auf den Sack. Ich versuche jetzt mal die Insel nur abzuscannen und dann einmal quer rüber. Wie gesagt, wir haben es ein bisschen eilig. So richtig ins Detail können wir die Insel ja immer noch. Ich glaube, ich mache die kleine Insel nicht. Das ist ja noch ein kle Bei der anderen ist ja noch eine kleine Insel davor. Wir müssen uns beeilen. Es wird schon Tag. Unsere Hunde sind sicher gleich wieder müde. Ich sehe schon kommen. Wir brauchen noch dringend zwei Holz. Im Zweifel müssen wir handeln, wenn wir eine wenn wir eine Siedlung finden. So. So, schon mal so ein bisschen abzuscannen, aber im Moment sehe ich nur Bäume. Da geht's weiter. Ich werde die Hunde gleich auch nur 2 Stunden schlafen lassen. Einfach damit wir uns beeilen können. Und wir brauchen dringend was zu essen. Ich muss gleich dringend was essen. Da ist ein Hirsch. Und. Ach, das gehört zum Baum. Okay. Da war, glaube ich, ein Haus. Wolf, ja! Hallo! Nee, Fuchs. Scheiße. Kann ich den eigentlich überfahren? Bäm! Ey! Wie kann der das denn überleben? Ernsthaft? Bin ich hier, Michuke? Ich habe ein Haus gesehen. Da. Ich sag doch, ich habe was gesehen. Och, Hunde. Das Holz. Das Holz. Oh mein Gott. Okay, warte mal kurz. Wir haben noch ein gekochtes Schweineschnitzel. Wir haben noch ein Fleisch. Ich will gar nicht wissen, was wir da gekocht haben. Im Zweifel war es der Wolf. So. Ich weiß gar nicht, ob das Auswirkungen hat, wenn wir laufen, aber wir müssen uns ranhalten. So. Warte mal. Warum kann ich das nicht collecten? Ah, collect. Collect wood, collect metal, metal, metal. Collect. Warum kann ich das nicht collecten? Oh, du bist doch asozial. Egal. Wieder zurück. Wir haben jetzt, meine ich, 4. Ich hoffe, das sind 4. Und das zählt nicht wie beim Essen. Wie kommen wir denn am schnellsten zurück? Warte. So, wir fahren jetzt hier rüber. Oh Gott, das schaffen wir doch niemals. Okay. Wir müssen uns echt beeilen. Das ist ein Hirsch. Oh Gott, ich kann nicht. Kann ich eigentlich? Yeah. Hey! Warum trifft das nicht? Ach, fick dich doch ins Knie. Mann, das ist auch noch was. Schitte. Wir verschaffen es nie. Wir schaffen es nie. Und jetzt kommen die ganzen Tiere raus, wenn ich keine Zeit habe. Wir werden sowas von sterben. Der Sturm wird kommen und wir werden sowas von sterben.
Ach, übrigens, die Hunde laufen ja wieder. Wahrscheinlich nicht weit. Jetzt bräuchte ich eine Landbrücke einmal quer rüber. Schitte. Na, da ist diese eine Insel. Die werden wir uns jetzt nicht angucken. Die werden wir uns angucken, wenn der Sturm vorbei ist. Also ganz ehrlich, das... Ich weiß schon nicht, ob wir... Och, Hunde. Wir haben keine Zeit. Und sowas nennt sich Schlittenhund. Was? Was macht ihr? Auf! Braucht ihr was zu essen? Ach, Hundebärt! 2 Stunden. Mehr kriegt ihr nicht. Wir haben nicht mehr Zeit. Okay. Und weiter. Bitte, lass uns das schaffen. Bitte, bitte. Egal, wer an welche Entität, die da oben herrscht, bitte lass uns doch nach Hause kommen. It's a long way home. Vor allem ist alles einfach nur blau. Was ich einfach nicht sehe. Oh Gott, das wird noch was. Müssen wir einmal quer über die Insel und dann kommt ja noch... Oh Gott. Ich versuche jetzt in einem durch einfach nur durch zu fahren und hoffe, dass das klappt. Und bei unserem Glück haben wir nur 3 Holz oder 2, weil das doppelt zählt. Also Hälfte, meine ich natürlich. Oder im Falle der Nahrung sogar 1:4. Das wäre echt ungünstig. Ich dachte gerade, ich hätte schon den Sturm gehört. So leise. So ein leises Lüftchen. Das wäre wirklich sehr ungünstig. Warum könnt ihr nicht schwimmen, verdammt? Warum können wir nicht eins der Boote klar machen? Das ist doch... Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt eine Uhr hätte, das wäre... Aber man sieht ja auch keine Sonne oder so. Wo man sagen könnte, gut, die Sonne wandert. Oh oh, wird's rum. Ich dachte gerade, Abendhimmel, Abendhimmel? Bitte kein Abendhimmel. Lass mir bitte noch Zeit. Ich muss da noch rüber und dann um die Ecke. Gott. Meine Nerven! Ist ja schlimmer als in einem Horrorspiel. Ich hätte mal nicht so lange vor mich dahin vegetieren sollen. Aber nein. Hat das was zu bedeuten, dass die Musik aufgehört hat? Finde ich nicht gut. Da hinten ist auch irgendwas. Ach nö, Hunde. Ach, ich kotze gleich im Strahl. Das kann doch nicht sein, dass ihr schon wieder müde seid. Mann. In der Zwischenzeit esse ich was. Da hinten ist auch was und ich möchte eigentlich hinfahren. Aber eigentlich haben wir keine Zeit. Da ist eine Hütte. Ach, ich will zu der Hütte. Wir müssen eh auf die Insel kommen. Die Hütte liegt ja fast sogar auf dem Weg. Das ist doch die Insel. Das ist doch die kleine Insel, oder? Warte mal. Genau, das ist die kleine Insel. Da sollten wir nicht drauf und da müssen wir eh so. Okay. Komm, Leute. Macht mal hinne. Wir haben echt... Wir sind echt knapp dabei. Und ich muss dringend Evernote wieder ausmachen. Das ist echt nervig. Dass der mir alle 5 Minuten sagen muss, dass er synchronisiert hat. Auch nicht das Wahre. Als würde er jedes Mal einen Keks erwarten. Na fein, hast du das gemacht, Evernote. So, ganz, 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 ganz kurz hier anhalten. Aber wirklich nur ganz kurz.
Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt was bringt, hier in einem, uns in einem Häuschen aufzuhalten, wenn der Sturm kommt. Aber ich weiß so gut wie... Oh nein, es wird dunkel, es wird dunkel. Scheiße. Ich habe gleich ein Magengeschwür. Ich sag's euch. Warte mal kurz. So. Das schaffen wir niemals. Oh, wir hätten auch über die Kleine gekonnt. Scheiße. Ah, das schaffen wir niemals. Nie und nimmer schaffen wir das. Verabschiedet euch schon mal von dem Spielstand hier. So, da ist die kleine Insel. Wir versuchen mal so ein bisschen parallel zu fahren. Sonst gehe ich gleich ohne die Hunde. Dann lasse ich die hier. Und fahre, wenn die wieder müde werden, dann laufe ich los. Was heißt denn 410 bei den Betten? 410 Betten? Wir haben noch nie und nimmer 410 Betten. Kannst du mir doch nicht erzählen. Bitte, 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 lass das schaffen. Nein, keine Hütte. Ich komm wieder. Ich habe jetzt keine Zeit. Menno. Ist das blöd. Wenn ich leiser werde, dann weine ich nur ganz leise vor mich hin. Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Es wird gerade richtig dunkel. Ich muss ganz kurz nachgucken. Ja, darüber. Komm schon, Leute. Die brauchen immer so lange, um zu reagieren. Nein! Ach, Jungs! Das ist doch nicht euer Sorry. Verschissener Ernst, ich gehe gleich ohne die Hunde. Kann doch wohl nicht sein. Komm, mach hinne. So, 2 Stunden. Und es ist dunkel. Ey, ich kotze gleich. Das wird echt... Wir werden gleich sterben. Definitiv. Wenn wir Glück haben, kommt das am Ende von Tag 6. Aber das bezweifle ich. Wir haben nie und nimmer Glück. Wir hatten noch nie Glück. Was schon damit anfing, dass unsere Hunde sich durch den Erkern graben wollten. So, und jetzt gleich rechts und dann nochmal rechts. Kommt schon. Die brauchen immer so lange, um anzulaufen. Das ist ja schlimm mit euch. Das heißt eigentlich, das Fleisch in der Ecke, das ist neu dazugekommen und macht mich nervös. Oh, ich sehe es. Ja, wir haben Hunger. Aber ganz doll. Und verlieren voll Energie. So, noch eins, warte. So, wir machen einen Energieriegel. Wann haben wir denn Fisch gefunden? Also so viel. Ja, kann ich jetzt nicht ändern? Auch Evernote, sei doch mal leise. Ist doch ernsthaft nicht mal alle 5 Minuten, das war alle 2 Minuten gefühlt. Sind sicher wieder die Hunde müde, dann schwimme ich einmal querbeet. Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich wette, wir werden so ganz knapp vorher, sind so 5 Meter vom Dorf entfernt,
und sterben. Oder wir sterben, weil wir nicht raffen, wie wir das Holz einbauen müssen. Ich sehe es kommen. Es wird richtig dunkel. Wir haben erst die erste Abzweigung gefunden. Und gleich sind wieder die Hunde müde und schlafen und wir verlieren wieder 2 Stunden. Das ist doch echt zum Kotzen manchmal. Och, Hunde! Es ist doch nicht euer Ernst, Mann! Wir sind hier Leben und Tod und ihr. Nee, ich bin müde. Diese verfickte Hunde. Diese verfickte. Das dachte ich mir nämlich, weil diese verfickten Hunde. Scheiße. Mann, das ist doch. Jetzt mache ich da vorne aber 2 Tanks hin. Das ist doch. So. Oh, ich kotze im Dreieck. Und. So, jetzt baue ich mir da vorne 2 Tanks hin und da hinten baue ich mir 2 Endurance hin. Komm. Ja, versuchen wir das mal so. Boah, ey, ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Spiel, startest du auch? Oder stürzt du ab? Vor Hoffnungslosigkeit. Und du denkst, die Alte hat das Spiel schon so oft gestartet, die hat es nicht mehr verdient. Bei ihr ist Hopfen und Malz verloren. Wenn das Spiel dann mal lädt, werde ich mal ganz frech einen Schluck trinken. Ich glaube, das Spiel tut nichts mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.